Wenn du jetzt hingehst und ihm eine verstärkte Version von Lebenskraft stärken neu drauflegst, dann werden die Punkte von deinem Zauber abgezogen und in der verstärkten Stufe macht er, glaube ich, 8 Stück, oder? Yep. Das heißt, er verliert 8 von deinen, die du ihm schenkst, und einen von seinen eigenen, gegen die er leider auch nicht mehr viel machen kann. Er hat nur noch einen Splitterpunkt. Das heißt, er hat eine weitere Stunde für nur einen Lebenspunkt. Aber dafür muss der Zauber halt in der verstärkten Version auch sitzen. Wenn du das irgendwann nicht mehr hinkriegst, dann ist er in der Tat dem Tode geweiht. Und keine Sorge, ja, du kriegst noch einen Schlussmord, Monolog, wie auch immer. Also das heißt, ich kann jetzt in der verstärkten Version nochmal pushen. Es muss die verstärkte sein, sonst blutet er zu schnell Punkte. Okay, Dann versuche wie ich viele das. LEP muss er zurückkriegen, um den Zustand loszuwerden? Das geht überhaupt nicht. Er braucht einen Heiler, um ihn loszuwerden, oder ein Geh noch nicht, um ihn zu unterdrücken. Ah. Aber ich kann ihn jetzt nochmal versuchen zu verzaubern, richtig? Du kannst jetzt nochmal zaubern. Du solltest es auch langsam tun, denn die halbe Stunde, die ich noch hatte, neigt sich dem Ende. Das ist ein EG. Das heißt, ich kann ihm 8 geben. Reicht das schon für Ja, die das reicht schon. Ich Verstärkung? habe gerade nachgeguckt. Hier Wunderbar. steht eine G kosten. Der Zauberer erhält insgesamt 8. Ja. Ja. Das heißt, du kannst jetzt K2V2 auf die Kosten draufschlagen. Und so viel Fokus müsstest du ja noch haben. Dann wird jetzt Folgendes passieren. Du spürst, wie dein Zauber ihn stärkt. Kurze Zeit später spürst du aber auch wieder, wie das Leben aus ihm herausfließt und dein Zauber fällt. Du kannst jetzt 6 Kanalisierte fallen lassen. Die wandeln sich jetzt automatisch in Erschöpfte um. Und Nasaug verliert einen weiteren Lebenspunkt und hat eine weitere Stunde. Das heißt, was lasse ich jetzt da fallen? Wie gebe ich das jetzt ein? Du kannst 6 kanalisierte Zauberpunkte fallen lassen. Zauber fallen lassen, klicken, 6 eintragen. Fertig. Okay. Wunderbar. Und die Bühne gehört wieder euch, nachdem wir den Streit geschlichtet haben. Dann gehen wir doch einfach weiter die Räume durch. Erst in die Wohnhöhle, dann die Baracke, dann die Schmiede und so weiter und so fort. Dann los. Walla geht wieder vor, sie kann sehen. Ja, ich gehe auch vor. Aus der Wohnhöhle hört ihr Rufe. Rufe, ja, aber es klingt wieder nicht menschlich, so irgendwie als sei die Stimme mal ganz weit weg und ganz nah dran. Ich Ihr bleib dürft euch gerne stehen. bewegen auf der Karte. Wir warten eigentlich aufs Kaffee, weil die geht ja vor. Ja, ich bleib mal stehen. Psst. Im Gesindehaus. Wohnhöhle. Wohnhöhle bin ich. Ich habe ihn noch nicht gezogen, Wir weil ich sind gerade mit dem über die Zauber war. zwei. Über die zwei sind wir gekommen. Na so und dann. Na, ihr kommt in die Wohnhöhle rein und seht noch einen Schemen, der dort oben auf einer zweiten Etage steht und irgendwelche Gesten macht, nicht in eure Richtung, sich dann aber auch auflöst, ohne dass sie das beunruhigend scheint. Ihr seht, die Wohnhöhle ist in zwei Ebenen aufgeteilt. Die Häuser wurden hier in den Fels reingehauen. Ja, sieht aber auch alles sehr verlassen aus. Ich würde gerne meinen Aberglauben ausspielen. Das musst du nicht ansagen, das kannst du einfach tun. Ach so. Ein Geist, ein Geist! Und ich renne zurück. War das ein zwergischer Geist? Nee, ne? Konnte man auf die Entfernung schlecht sehen, aber ja, war kein Wark, eher was Kleines.
Ein Geist, ein Geist, ein Geist! Und ich renne an euch vorbei. Wahrscheinlich fast irgendwie den nächsten hinter mir ist. Ich weiß nicht, ob das Jamir ist oder Geil. Du stolperst über Bodo. Oh. Ja, dann lege ich mich wahrscheinlich komplett immer hin. Da war ein Geist! Ich habe ihn genau gesehen. Ein Geist. Zeig doch mal. Nein, da gehe ich nicht wieder rein. Gibt es dann hier Betten oder irgendwie in den Stein gehauene Ablageflächen? Du inspizierst mal eins der Häuser. Die sind sehr spartanisch bemessen und auch sehr spartanisch eingerichtet. Steinbett, Steintisch, Steinhocker, Steinregal, mehr gibt's hier nicht. Und ja, also du siehst hier gar nichts mehr. Hier wurde entweder sehr gründlich geplündert oder die Leute hatten einfach nichts. Gut, dann hole ich meine Decke raus, Schlafsack und würde die Decke auf die Steinbahre tun. Nasaug drauf, Schlafsack als Kopfkissen und ihn dann hier erstmal ablegen. Schreite derweil mal in die Halle rein. Hallo? Wie ein Geist? Du siehst nichts. Natürlich ist Nasaug, ein Geist, deine, genau gesehen. Deine Hyäne legt sich neben dir zu deinen Füßen auf den Steinboden und winselt. Ja, gutes Tier. Ich hoffe, es wird dann ein neues Herrchen oder Frauchen finden. Ein guter Junge, spende ihm Wärme. Und dann gehe ich mal mit meinem Zweihänder in der Hand zu Jamir. Was auch immer sie gesehen hat. Hier ist es nicht mehr. Bodo. Ja, ich habe auch einen Geist gehört, aber gesehen. Das interessiert mich nicht. Wir müssen hier raus. Du suchst jetzt nach. Naja, wo könnte deine Großmutter. Wir brauchen noch immer dieses Zwergenseide-Ding. Ja, natürlich. Das muss in der Schmiede sein. Also. Solches Wissen über Schmiedekunst findet man meistens in der Schmiede. Und hier ist ja eindeutig nichts. Also gut, Jamir, du hattest gesagt, es gibt hier eine Schmiede, ja? Richtig, wenn wir hier gerade durchgehen und dann rechts. Oder wir gehen durch den Hauptgang. Vielleicht sollten wir den Weg durch die Baracken wählen, um nicht überrascht zu werden. Also gut, gehen wir durch die Baracken. Brala, alles gut bei dir? Alla sitzt in der Ecke, hat die Arme um die Beine geschlungen und guckt in das. Nein, da war ein Geist. Da gehe ich nicht durch. Okay, ich geh mal zu ihr hin. Nasaug liegt in der Höhle, setzt sich am besten zu der Hyäne und kümmere dich um ihn. Rala. Ehre ist kein Geist. Da war ein Geist, ich habe ihn genau gesehen, nur weil du blind bist. Okay, seht es doch mal so. Selbst wenn hier ein Geist ist, dann treiben wir ihn einfach in den Tod zurück und fertig ist es. Ihr müsst keine Angst haben. Sicherer wäre es allerdings, hat Rala recht, wenn sie bei ihm bleibt und einen neuen Zauber auf ihn spricht. Da hat sie schon recht. Ja gut, dann bitte. Seid bloß vorsichtig. Ich habe gehört, Geister können ganz böse Sachen machen. Dann bist du auch ein Geist. Guck ja mir nochmal ein bisschen hinterher und... Ja, schüttelt mit dem Kopf und sieht dann zu, dass er... Eras hinterherkommt. Baracken. Ja, ihr bewegt euch in die Baracken und seht einen geisterhaften Krieger in prächtig geschmückter Vollplatte, der Befehle gibt, so wie es aussieht. Ihr versteht kein Wort, das ist keine Sprache, die ihr je gehört habt. Und es hört sich immer wieder abwechselnd nah dran und weit weg an. Der Geist kommandiert irgendwelche nicht vorhandenen Krieger und ja, so euer Wag kennt sich ja aus. So wie das aussieht, kommandiert er die alle in die Eingangshalle. Ich habe Geschichte und Mythen mit der Meisterschaft Kräfte der Finsternis. Würde mir das hier helfen? Noch nicht, aber ich behalte es im Hinterkopf. Okay. Bodo, kannst du verstehen, was er sagt? Es ist kein Fugato.
Ah, die Geister, sie sprechen, glaube ich, ihre eigene Sprache, oder, Yamir? Welche OT-Aussetzer? Ja, scheinbar. Okay. Ja, haben sie hier. Dann gut. Weiß ich, wie man mit Geistern kommunizieren kann? Ob da gibt es vielleicht... einen Zauber, einen Erkenntniszauber zu, aber ja, ohne den kann man nicht mit Geistern reden. Nun, ich könnte natürlich versuchen, ihn dazu zu überzeugen, seine ewige Ruhe anzutreten, aber wenn er nur hier steht und niemandem etwas tut, vielleicht gehen wir einfach drumherum. Niemand betritt ab jetzt die Eingangshalle. Vielleicht besser, ja. Der Geist löst sich wieder auf. Mitten im Befehl. Ja. Ja, ich gehe auch dann direkt von, ja, so, dass ich nicht unbedingt diesen Gang zur Eingangshalle dann gesehen werde. Also dann direkt in die Schmiede einbiegen. Ich halte mich einfach dicht hinter ihm. In den Baracken selber gab es nichts, ne? Ihr habt gesehen, die Baracken sind leicht beschädigt. Hier gibt's steinerne Waffenhalterung. Die sind leer. Sogar eine geheime Kammer wurde geöffnet und geplündert. Hm. Außerdem habt ihr hier in der Schmiede, in der Baracke, als ihr reinkommt, einen Flederwolf aufgeschreckt. Aber der sieht zu, dass er Land gewinnt. Wisst ihr, was ich mich frage? Wundert ihr euch nicht, dass hier unten keine Leichen liegen? Ich meine, nachdem diese Festung erstürmt wurde, hat sie niemand mehr bewohnt. Warum also alle Leichen mitnehmen? Vielleicht haben die Spinnen sie auch einfach gefressen. Oh, das, und die Waffen auch? Das sind Gedanken, die ich gar nicht wissen möchte. Gefressen? Oh, die armen alten Zwerge hier. Denn die Spinnen werden wohl kaum die Waffen und die Rüstungen mitgefressen haben. Nein, wohl kaum. Habt ihr den Geist gesehen? Er sah aus wie ein hoher Rang. Ja, mir kann ich mit meiner Waffe Geister verletzen. Spielleiter, kann man mit normalen Waffen Geister verletzen? Wenn Geister aus der Geisterwelt in die physische Ebene kommen, kann man die auch mit normalen Waffen verletzen. Ja? Das sollte kein Problem sein, aber nur für den Fall, lasst mich doch mal kurz. Ich möchte leicht an seine Waffe greifen und eine flammende Waffe wirken. Okay, du kannst flammende Waffe wirken, aber musst dann darauf achten, dass du seine Nähe nicht verlässt, denn die Reichweite des Zaubers ist begrenzt. Wie ist die denn? Ich habe sie hier nur als Berührung eingetragen. Ja, du berührst seine Waffe, dann wirkt die, aber wenn du dich jetzt zu weit von dieser Waffe entfernst, ich glaube, das ist 10 plus Mystik in Metern, jo, dann verlischt der Zauber. Ja, okay. Mit 10 Metern kann man arbeiten. 2 Meter wäre jetzt vielleicht ein Problem. Ah, ne, mein Volksgrad, lass mich schauen, ob ich die verstärken kann. Gut, dann während du meine Flamme entzündest oder mein Schwert entzündest, können wir auch, glaube ich, die Schmiede schon mal angucken. Es wird dadurch auch deutlich heller. Und ihr tretet ein in die Schmiede. Ja, die Schmiede hat heftigen Schaden genommen. Der Boden ist von erkalteter Lava bedeckt. Völlig schwarz. Ihr seht, dass der Hochofen der Schmiede mit dem Flur verschmolzen ist. Unter der Decke hängen Flaschenzüge und eiserne Ketten an Schienen herab. Ihr seht teilweise noch intakte Essen, Ambosse und Werkbänke auf der einen Seite. Ja, ich lege mein flammendes Schwert einmal beiseite und würde Bodo ansehen mit der Spitzhacke in der Hand. Kann ich damit den Boden aufbrechen? Das ist Lava erkaltete. Deswegen frage ich dich, ob das was bringt. Nein, das bringt überhaupt nichts. Er tritt da mal drauf. Nein, das ist solider Stein. Da bräuchte man sehr viel Zeit, um mit der Spitzhacke durchzukommen. Und ein paar kräftige Zwerge. Oder ein Bug. Gut, dann gehen wir auf die Suche nach einer anderen Möglichkeit. Entweder es gibt diese Zwergenseide hier oder es gibt sie nicht, aber... Ja, aber lass uns doch erstmal umschauen. Seht ihr das da vorne? Das ist ein Dreischäkel. Einer der typischen Stühle, wenn man direkt vor einem der Schleifsteine sitzt. Ist der noch erhalten? Und schaut hier. Ja, ihr dürft gerne
euch auch alle mal umgucken, wenn ihr möchtet. Frodo erklärt bei allem, wozu es da ist und was es tut. Er scheint den sterbenden Kameraden vergessen zu haben und ist gerade ganz in seinem Element. Das gemerkt. Ich möchte ihn ignorieren und nach Magie-Ausschau halten. Gegen die 15 oder was hättest du gerne? Ich sagte, schaut euch um, dachte eigentlich eher an eine Beschreibung. Und du möchtest dich nach Magie umschauen? Eine arkane Kunde hätte ich gerne von dir. Offene Schwierigkeit. Gut, ich gehe halt durch diese Schmieden, durch die Werkstätten hindurch, fass allenthalben mal was an, schaue, ob irgendwo etwaige magische Runen vielleicht aufgelöst. Du spürst die Präsenz einer Rune und sie kommt aus der Wand? Ja, aus der Wand. Ich schaue mir mal an, woher die Lava denn gelaufen ist. Muss ja auch eine Richtung gehabt haben. Ja, du siehst nicht, dass sie von irgendwo runtergeflossen ist. Die einzig logische Konsequenz ist, sie kam von unten hoch. Von unten hoch? Das ist ja interessant. Alles andere macht keinen Sinn. Die Oberfläche ist glatt und es gibt nirgendwo sonst Tropfstein oder einen Lavafluss, der von oben runterkommt. Es kann auch von unten gekommen sein. Ja, geil das. Mir steht gerade den Stab noch mit dem Licht in der einen Hand, die andere auf ein Wandstück gedrückt. Habt ihr denn eure Spitzhacke noch? Hab ich Bodo gegeben. Ich spüre hier hinter der Wand etwas, aber ich sehe gerade nicht, ob hier ein Mechanismus ist. Hat man das eingemauert? Lava oder was ist dahinter? Nein, Magie scheinbar. Ich kann mir aber nicht genau denken, was. Aber das könnte natürlich das sein, was wir suchen. Willst du die Wand jetzt profan aufhacken oder könnten wir das, was sich dahinter wischt? Naja, gut, wenn. Und die eine oder andere Weise könnte eventuell die Sicherheitsmaßnahmen auslösen. Wartet mal. Bodo, was genau suchen wir? Suchen wir ein Rezept, wie man Zwergenseide herstellt? Ja, die Herstellung. Den Prozess. Also. Wie schreibt man sowas auf? Naja, in einem Buch. Also, wir suchen ein großes Buch. Ja. Okay. Was befindet sich denn jetzt hinter der Wand? Ich weiß es nicht. Es muss wohl magisch sein. Etwas ist auf jeden Fall dort. Hast mit 27 mehr als nur ein bisschen magisch. Du bist der Meinung, es ist eine magische Falle. Nun, es ist vermutlich, wie ich bereits sagte, der Sicherheitsmechanismus, der auf die eine oder andere Weise ausgelöst wird. Ich glaube nicht, dass ich ihn hinreichend bannen kann. Dann werde ich nicht mit einer Spitzhacke diese Wand aufbrechen. Nun dann. Aber es muss einen Öffnungsmechanismus geben. Wahrnehmung gegen die 30, bitte, um diesen zu finden. Bodo, es steht ja nicht in euren Aufzeichnungen vielleicht etwas. Ich schau mal auf der Innenseite vom Kamin oder sowas, ob man da dann sich reinlehnen kann und da vielleicht sowas wie ein Kippschalter findet, eine Einkerbung. Ist vielleicht in diesem Zwergelmärchen, das ihr uns vorgetragen habt, einen Hinweis oder ein seltsam klingendes Gedicht, eine Rune, die da drin ist, die man sprechen muss? Ich mach mal einen Risikowurf. Du musst das Feuer in anderen entzünden, musst du es erst in dir selbst zum Brennen bringen. Ja, also, war da nicht in den Baracken auch so eine Geheimtür in der Wand? Wie wär's, wenn wir uns die ein bisschen genauer angucken? Finden wir vielleicht raus, wie wir die aufkriegen. Vielleicht sollten wir das tun, aber Geiras, ihr habt recht, dieses Sprichwort. In anderen das Feuer entzünden. Ja, das hat meine Oma auch immer gesagt. In anderen, aber müssen vielleicht die Schmieden brennen? Nein. Das sind Statuen. Schauen wir uns die Baracken an. Ja, ihr hört den Geist aus der Eingangshalle irgendwas rufen, lamentieren, wie auch immer. Und kommt in den Baracken an, wo ihr euch die geheime Wandtür ein bisschen genauer anguckt. Und da, also von außen sieht man das quasi überhaupt nicht so fein. Das ist die beste Zwergenkunst, und Bodo staunt auch anerkennend. Ich habe gerade lange nach dem Riss.
Ich habe gerade noch mal eine OT-Frage. Siehst du noch eine Chance, wie wir Nasau noch retten können? Ja, eine sehe ich noch, wenn ihr löst das Abenteuer. Okay. Gut. Sonst hätte ich ihn jetzt nämlich hier an Ort und Stelle gerichtet, damit er dann einen Kriegertod stirbt und nicht elendig verblutet, aber dann lösen wir das Abenteuer und holen ihn von der Bahre zurück. Gut, ja, dann gucken wir uns diesen Öffnungsmechanismus mal an. Ja, das erleichtert euch die Probe dort drüben um 5. Nach Schmiede. Also jetzt gegen 25 dann. Ja, komm, ich habe noch nicht genug Risikowürfe gemacht. Warte, kann ich das überhaupt schaffen? 25. Kann ich das? Ich bin mir rechtlich sicher, es ist mir unmöglich, das zu schaffen. Ist ein Triumph immer geglückt? Ja. Es sei denn, in einer vergleichenden Probe, wenn du jetzt jemanden angreifst. So. Dann 1, 2 Risiko. Leider hilft gar nicht mal ein Splitterpunkt. Ja, ich überlege jetzt. Ja, ich mache auch Risiko. Für dich, du kannst einen Splitterpunkt splittern. Ja. Du hast noch einen, dann findest du es. Eine ganz feine Linie. Du gehst mit deinen Krallen so ein bisschen darüber und merkst du, die sind immer noch an den Spitzen zu dick dafür. Aber dann erahnst du es und ja, findest die Stelle, an der du ansetzen musst. Das ist ein ganz, ganz kleines Mauerstück, das klickend einrastet und eine Tür steht auf. Dahinter eine wirklich große, massive, eisenbeschlagene Truhe. Ist die. Also ich habe vermutlich noch irgendwie grob den Ort der Falle. Liegt du auf der Truhe? Spürst die Falle immer noch. Die Falle ist in der Truhe. Und dann lege ich Geilras mal kurz die Hand auf die Schulter. Ich gehe da keinen einzigen Schritt rein. Das ist deine Aufgabe. Natürlich. Lasst mich doch mal. Ich trete mal langsam an die Truhe heran. Ja. Nehme mich davor nieder. Verbrennt euch nicht die Finger. Und versuche erstmal mit dem Hemdsärmel so den Staub ein wenig wegzuwischen. Ja, du legst ein wirklich beeindruckendes Schloss frei. Ja, du spürst es quasi. Die Schultern sinken herunter. Du fühlst dich von diesem Anblick von zwergischem Meisterwerk so entmutigt, dass du ganz genau weißt, nein, dieses Schloss würdest du nicht knacken. In dem Kämmerchen steht auch nur die Truhe, ja? Ja, nur die Truhe. Die hat da genau reingepasst, sonst ist da nichts drin. Wir können auch nicht einfach die Truhe abfackeln, denn das fackelt vermutlich den Inhalt mit ab. Du siehst auch, das ist sehr, sehr, sehr altes, gehärtetes Holz mit Eisen beschlagen. Da wirst du auch mit Gewalt nichts erreichen. Das ist der Aufschlag. Das dachte ich mir. Bodo! Ja, also das, seht ihr das? Das ist... Diese Nieten, so große Nieten braucht doch eigentlich kein Mensch. Glühend werden die eingefügt und verschweißen sich mit den Schlägen. Hattest du nicht gesagt, du bist Schmiedegeselle? Ja, ja, bin ich. Und Schlosser? Eure Großmutter nicht. Einen 3000 Jahre alten antiken Schlüssel vermacht, nehme ich an. Tut mir leid, Schlosser bin ich nicht, aber... Ja, Bodo geht mal an die Truhe ran, versucht die zu heben. Oh, die ist ganz schön schwer. Also zu zweit könnte man die vielleicht tragen. Es bedingt uns gar nichts. Wir müssen immer noch einen verwundeten Kameraden tragen. Ja, natürlich. Und wir müssen das Buch finden. Das Buch ist das Wichtigste. Das hier, also wenn ihr wollt, könnt ihr die Truhe behalten. Vielleicht ist das Buch ja in der Truhe. Das ist möglich, wirklich. Aber schauen wir uns doch besser nochmal ein wenig um. Was meint ihr? Du meinst, das ist nur eine von vielen geheimen Fächern. Wir haben eins in den Baracken gesehen und ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier noch mehr. Ja, aber der guckt sich weiter in der Schmiede um. Ich hänge immer noch an dem Entzünden der Feuer fest. Vielleicht ist es auch nichts, aber
Gibt es hier etwas, was außer den Schmieden, was man in Brand stecken könnte? Du gehst mal ein bisschen durch die Gegend, siehst hier eine steinerne Werkbank, auf der noch ein bisschen Werkzeug liegt, größtenteils aus Metall, das wird nicht brennen. Du siehst da eine Lederschürze von einem Steinhaken hängen. Ja, da vorne ist eine Esse. Die könnte man wieder in Betrieb nehmen, ja, das ist möglich. Oh. Aber jetzt so direkt was zu einem Ansetzen siehst du hier nicht. Ist in der Esse noch Kohle drin oder müsste man die auffüllen? Da ist zwar keine Kohle drin, aber da weiter oben in einem der Regale der Steinern findest du noch einen alten Sack mit Kohlen. Also Schmiedezubehör gibt's hier alles, was notwendig ist. Es ist halt sehr, sehr alt. Und ja. Ansonsten ist da nur dieses große Gebäude, das von Steinquadern begraben ist. Großes Gebäude, das von Steinquadern begraben ist? Ja, das hatte ich eingangs beschrieben. Habe ich eingangs tatsächlich nicht mitbekommen. Was genau ist denn da drin? Vermutlich, Bodo, ihr kennt euch wohl ein bisschen aus. Ist ja nicht Architektur. Aber ich weiß nicht, dass... ob das... Ja, das macht Sinn. Also, das ist ja eine sehr kleine Festung, nicht mal eine Festung, quasi eine Feste. Und da war es vielleicht sogar noch üblich. Eine Schmiedeschule. Ja, das könnte sein. Ja, wenn ihr beide euch so schön versteht, ich werde einmal zu Rala gehen. Sie darüber aufklären und dann in der Wohnhöhle nach so etwas wie einem versteckten Mechanismus suchen. Das ist eine sehr gute Idee. Und schaut einmal, ob ihr Dinge findet, die man anzünden könnte. Ja, Schwert geht wieder aus, wenn ich mich von dir entferne, aber wir haben gerade noch Probleme und dann möchte ich Rala darüber informieren, was wir in Baracken oder in der Schmiede gefunden haben und dass wir dann selber hier einmal auf Suche gehen. Ich glaube, die sitzt da gerade, kuschelt anscheinend mit der Hyäne und hält ab und zu die Hände noch über ihn und sieht aber ziemlich niedergeschlagen aus. Ja, du müsstest jetzt auch mal den Zauber erneuern. Jo, schon wieder. Das ist jetzt das zweite Mal, dass du entsprichst. Noch habt ihr Zeit, aber es wird langsam noch Zeit, den schon mal zu wirken. Die Stunde ist zur Hälfte rum. Okay, das ist auch schon ordentlich Fokus. Ist das schön. Ja, verstärken. Du sparst eh einen Verzerrten ein, weil du herausragend gelungen hast. Du kannst mit drei weiteren Erfolgskarten noch einen Verzerrten sparen. Mhm. Also die Kosten sinken dann insgesamt um den gleichen Betrag, den die Verstärkung kostet. Das heißt, das bleibt bei 8 von 2. Ja, sehr gut. Und kann ich dadurch, dass es ein Triumph ist, ihm nicht irgendwie besser helfen, als ihn einfach nur am Leben zu halten? Geht nicht, ne? Leider nicht, nein. Oh, schade. Na gut. Ja, halbe Stunde halbe Stunde ab. Wie groß sind diese Steinquader, also über den Daumen? Die sind riesig. Also, die sind echt groß. Den kann kein Mensch heben. Also auch da ist eine Leichtigkeit drauf zu zaubern, hilft keinem. Nein, das kommt hier. Das ist von der Wehrmauer hier reingebrochen, die Quader. Das sind echt massive Dinger.